Bumhoff. Daniel Budiman. Ist dir übrigens mal aufgefallen, dass bei diesem Intro von Zocken mit Bohnen, ja, dass da keine Maus und Tastatur erscheint? Ist dir schon mal aufgefallen? Das ist rassistisch. Das ist bescheuert, ist das. Ja. Guck mal, was liegt denn hier auf unseren beider Schoße? Was ist denn eigentlich die Mehrzahl von Schoß? Schöße. So. Machen wir weiter, oder was? Ja, womit machen wir weiter? Mit Little Big Adventure. Ein Spiel ausgegraben aus der tiefen Vergangenheit. 1994. Bereit? Ja, bitte. Vielleicht auch die mir fällt übrigens ein, dass ich glaube, wir hatten das bei Game One, hatten wir das im Vorsicht, nicht das. Ja? Mein Ehrlich? Nee, das glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand so ein geiles Spiel ausgekramt hat. Normal-Modus. Genau. Tatsächlich. Das ist doch pervo athletisch hier, diese Plattform. Geh mal nach rechts. Blume hole ich jetzt. Ja, geh erstmal checken, weil da müssen wir auf jeden Fall uns runterschleichen. Blume essen? Ja, aber das scheint nicht zu sein. Oder kann man da runter rechts? Nee, das ist wahrscheinlich nicht möglich. Die bedrohliche Mucke ist ja geil. Ja, weil es auch echt bedrohlich ist. Nee, da vergiss es. Wir müssen da links. Ja, die ganze Welt ist halt. Es ist halt echt wie so. Ja, warte mit der. Warte mit der Schnack. Mal gucken, was er sagt. Ey, aufs Maul kann immer noch. Sieht nicht glücklich aus. Nee, weil er nämlich scheiß arbeiten muss. House Green. Ja, weil die alle völlig frustriert und traurig sind. Die sind entweder sind die Leute im Knast oder sie leiden sehr unter der Diktatur. Und so, guck mal, er geht gebeugt, er hat einen Aktenkoffer, weil er den ganzen Tag nur arbeitet, er schleppt sich jeden Tag zur Arbeit. Vielleicht geht er nach Hause und er will einfach nicht nach Hause gehen. Ja, vielleicht ist auch zu Hause scheiße bei ihm. Ja, das kann auch sein. Hier, rede mal mit dem Fuchsfrau. How's it going? Ja? Das war's schon. Ja. Ja gut, was soll die jetzt zu einem sagen? Ne? Die kennt einen nicht und so. Aber da rechts kann man nochmal wieder wahrscheinlich reingehen in so eine Etablissement. Hast du gesehen? Da unten ist wieder so ein... Okay, scheinbar kann ich da oben... Ich guck trotzdem mal, ob es da oben irgendwas gibt. Da kamst du doch her. Ja, aber links oben vielleicht. Ach so, wo der... Ja, das kann sein. Ja. Nee, gibt's nicht. Okay, wir müssen jetzt... Wir müssen uns eine Route überlegen. Wir können dem Typen hinterher schleichen, also sozusagen dem Aktenkoffer-Fritzel da. Alter. Nein. Das ist doch schlecht. Jetzt wieder musst du weglaufen. Lauf oben lang und dann links runter. Echt? Oder soll ich wieder in die Kanalisation? Oder kurz? Wieder in die Kanalisation, ist auch eine Möglichkeit. Ich kann nichts. Jetzt schießt er erstmal wieder. Lauf, er schießt. In seiner Schrotflinte. Dann geh ich mal. Ja, warte, ist gut. Er hat schon uns vergessen. Auch geil. Da war wohl nichts. Vorsicht, da ist jetzt noch einer. Vorsicht. Ja, dann lieber doch von oben, oder? Nee, warte mal. Mal gucken, wo der lang geht. Du kannst ja da gleich runtergehen. Oder ist da unten ist vor dieser Steinmauer, ja, siehst du, ne? Ja, ist auch einer. Den Gewehrlauf schon drohend zu dir hochblickend. So, jetzt kommen wir da vorbei. Nur da lang zu laufen. So. Und jetzt. Das schleicht dich runter, vielleicht. Der sieht mich doch. Nein, der hat so durch den Helm ein eingeschränktes Sichtfeld. So. Okay. Ausschalten. Du könntest vielleicht von hinten einfach ihn ausschalten. Ja. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern so Mördersoldaten einfach so leicht auszuschalten sind. Aber hey, probieren wir es einfach, oder? Ja. Jetzt Aggressive Mode, sonst kannst du dich schlagen. Ich weiß, kannst du dich daran erinnern, zufällig? Ich weiß, dass es unbesiegbare Gegner gibt. Es gibt irgendwann noch so einen Ball. Yes, das sieht gut aus. Yes. Weiter. Yes, nice. Vorsicht. Und jetzt der andere Dödler. Da, hau ab. Lauf, Athletic. Oder was auch immer. Aber nach links. Nicht hoch wieder. In die Tür rein. Geht das? Ja, aber ist doch super. Er hat uns aus den Augen verloren. Ja, geil, Omar. Also es ist... Alter, Panzer. Aber da vielleicht dann nach rechts? Nee, da kam er... Soll ich mal hier? Oder? Ja, aber probier mal da rechts in die rechts. Tür. Irgendwie in die Tür rein. Ja, sehr gut. Das sind irgendwelche Gläser, genau. Ja, genau. Oh, der Typ. Kann man irgendwie Tränke kaufen und so.
Ja, aber der hat auch einen Alarmknopf, ne? Ja, deswegen. Also wir kurz warten oder was? Der ist, der geht nur da hin und her. Vielleicht können wir ihn einfach töten gleich. Ja, ich will nur gucken. Ich will sein Pattern will ich lesen. Ja. Ich frage mich, ob ich hier rüberklettern kann. Naja, das glaube ich nicht. Du musst durch die Tür. Gleich, es tut dir wieder weh. Gleich machst du wieder Donk. Nee, doch nicht. Ja, ich würde sagen, der hat einen Kittel an, der hat einen Alarmknopf, der ist ein Arsch. Also müssen wir ihn leider zusammenschlagen. Er macht sich schon mal warm, irgendwie dehnt die Gelenke. Und zwar in dem Moment. Jetzt hat er vor. Lauf, 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 lauf! Ich glaube, Twinsen, der kennt meinen Namen. Oder? Ist das ein Kollege? What are you doing here? I heard you were arrested only yesterday. Oh, er drückt, oder? Nee, er drückt nee. Nicht. Doch, er drückt. Oh, 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 das ist eine erdrückende Mehrheit jetzt. Das ist ein Problem. Du musst den Elefant besiegen. Ich glaube, krass, Schiefmodus. Oh, der ist vielleicht zu stark für uns. Ja, der ist zu stark. Elefanten kann man nicht einfach so. Kannst du an dem vorbeilaufen? Das macht dem nichts. Der ist auch gepanzert. Guck mal, der hat einen Rüsselpanzer an. Lauf mal an dem vorbei irgendwie. Das ist unsere einzige Chance. Yes! Sehr gut. Und raus jetzt, ey. Hoffentlich beschränkt sich der Alarm, wie der Elefant hinterher hechtet. Normalmodus. Erstmal kurz rennen. Ja. Da Alter. Ist schon wieder die nächste einfach abhauen, ey. Wie bedrohlich ist denn diese Welpe? Ja, das ist halt eine dumme Alter. Diktatur. Soll ich einfach an dem vorbeirennen oder was? Da oben ist nämlich noch wieder einer. Ja, probier. Mir geht's nicht gut. Einen Schlag, ich bin weg. Ja, dann erstmal würde ich die Konfrontation nicht suchen, weil das reicht ein Hieb im Vorbeigehen, da würde ich oben lang. Aber hier oben ist auch einer. Der kontrolliert doch da oben lang. Da. Ja, aber den können wir von hinten abkloppen. Wegplatzen. Der Weiner ist nicht unverwundbar. Wenn er zurückkommt, warte, bis er zurückkommt. Ja, genau, und dann umdreht und dann hinterher. Ja. Ich halte mich diskret. Ja, du musst aber auch schnell sein. Okay, ne? Aber ich wusste nicht, ich habe gedacht, der läuft weiter, deswegen. Ja. Okay, alles klar, Mann. Oh, das ist... Ja, sehr gut, sehr gut. Bam, sehr gut, bam, bam, sehr gut. Und jetzt haben wir sogar noch ein Herzchen bekommen. Sehr das gut. Hat sich doch voll gelohnt. Okay. Naja, ein bisschen gelohnt. Okay, also Elefanten können wir nicht, die können wir... Oh, schon hier schon, ey. Ja, nee, die ist cool. Okay, uns. Dann gehen wir jetzt doch wieder hier lang. Ist der Typ jetzt wieder da? Ja, es gibt wieder einen, shit, der hat seinen Posten vielleicht, einfach. Vielleicht kriegen wir noch ein Herz. Wenn wir den nochmal platt machen. Einfach Kommentar. Das ist halt eine Welt, in der Klone existieren, wird der einfach... Ohne Nachtfragen ersetzt. Das Individuum zählt hier überhaupt nicht. Schön, dass wir einen Namen haben. Ne? Oh, da kommt schon der Nächste, Twinsen. Der ja, aber das ist nicht gut jetzt. Da sollte ich nicht hin. Nee. Ah. Oh, Vorsicht! Komm, waren wir da schon drin, in der Tür? Können wir denn da überhaupt rein? Oder war das... Muss ich im Normal-Mode da rangehen. Probieren wir im Normal-Mode. Nee. Nee, okay. Ja gut, dann müssen wir jetzt weiter runter. Es gibt ja auch diese Karte, wenn du mal drüben auf H... Nee, das ist nur diese Weltkarte, das hatte ich mal ausprobiert. Und da können wir halt nicht weiter reinzoomen. Okay. Twinsens Haus. Wir müssen in unser Haus. Such mal unser Haus. Da möchte ich hin, gerne. Ich will jetzt hier mal gucken, ob ich den hier auch noch ausschalten kann. Alter, ich Idiot, natürlich, da war ich doch schon. Ja, und wieder abhauen. Ja, links ist doch nicht ganz zurück. Wir müssen runter, so oder so. Wir müssen jetzt, solange die da, guck mal, jetzt ist der gerade noch ausgeschaltet, jetzt müssen wir das irgendwie nutzen und zusehen, dass wir irgendwie da ab... Was ist denn nach rechts vielleicht noch lang? Rechts an dem Panzer vorbei. Nicht natürlich da, genau. Oh je, oh je. Was ist denn hier? What? Okay. Oh, Elefant? Ah, nee, nicht Alter. Gut, nicht gut. Ich stehe sehr ungünstig. Andere, ja, einfach, wir müssen links an den Panzer vorbei jetzt einfach. Gib Gummi, ey. Einfach durchrennen, oder? Ja, oder ich würde, ja, probier mal zu rennen. Ja, der sieht dich jetzt auch gerade nicht. Ist doch super. Okay, da ist der dumme Panzer, das Panzerschwein. Okay, jetzt würde ich wieder gehen. Oh, diese Musik ist auch so geil. Dün, dün. Hey. Ja, da gehen wir mal rein jetzt. Guck mal, das ist ein lieber Elefant, glaube ich, oder? Weil er sitzt? Ja, weil er auch so schunkelig ist und ey, so. Was hat denn der gemacht? Der hat gedanced und mir Geld zugeworfen.
Oh, Blumentöpfe, was geht? Überall, ja, das ist. Es ist überall was versteckt in so einer Diktatur, weil es quasi ein. Alles ist ein Schwarzmarkt sozusagen. Geh mal zum Elefanten oder so. Das ist oder in die Bar oder was. Oh geil, ist ja überall was drin. Ja, das geht mir schon ein bisschen besser jetzt. Hier ist nicht mehr ganz so viel. In der Downtown ist nicht mehr ganz so viel Terror. Also gehe ich zum Elefanten oder in die Bar? Also. Oh, hau ab. Boah, ey, hoffentlich. Alter. Oh, hau einfach ab, ey. Scheiße, Mann, Alter. Quatsch mal mit dem. Guck mal, was er sagt. Ey. Normal. Ey, ich war noch in. Das ist schon mal gut. Der dreht sich um. Aber eine good day. Na gut. So, aber wo ist denn, ist dieses komische Laser-Ding jetzt weg? Hoffentlich. Ja, schnell in die Bar rein, da gibt's bestimmt was Schönes. Schnell rein! Ein leckeres Kaltgetränk zu uns nehmen. Ja. Ja, wir können alle Poster lesen. Ja, weiß nicht, wie man die, guck mal, wie der aussieht. Ja, das sieht süß aus. Ja. Kleine Bär, ne? Bär. Elefant, ja, Bär. Machen wir mal die Holomap an, bitte. Ja. Und dann drücken wir irgendwie F5 oder irgendwas. Also man kann doch da rein, also mit F5 kann man im normalen Spiel reinzoomen. Aber da, weißt du, was ich meine? Man sieht doch da so gar nichts. Ne. Ja. Nur hier ist hinter der einen Twinsons House. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Irgendwie muss man da reinzoomen können. Einfach in Richtung Süden gehen, was auch immer das bedeutet. Okay, aber erstmal checken wir hier die Bar aus. Ja. Ey. Was will der denn, ey? Lumpi. Der sah so aus, als ob ich mit der abgebrochen hätte. Ja. Was? Dankeschön. Vielleicht solltest du weniger trinken, ey. Ja. Kannst du ja mal da auf die Toilette gehen, oder was ist das? Geht's da rein, ne? Da oben sehe ich da schon das Elefantenohr wackeln an der Ecke. Alter, wie der mir einfach auf Schritt und Tritt kommt. Ah, interessant. Danke für die Information. Was war der denn da? Alter, er beeindruckt sie. Hast du es gerade gesehen? Ja. Er wirbt um sie. Er will mit ihr pimpern. Oh, ich will jetzt nicht... Der Typ ist richtig nervig, ey. Aber wir müssen den Lauber, glaube ich, gleich K.O. schlagen. Aber machen wir natürlich nicht. Nein. Da will mir immer hinterher. Guck mal. Nee, oh, jetzt rennt er, zum Glück rennt er jetzt runter. Oh, der traurige Elefant, da säuft er ganz alleine. Was ist da los? How's it going? Hey, Buddy. Das war's. Gut. Ja, schön. Vielleicht kann man noch irgendwas looten oder eine Bar kaufen oder. Ja, in die Bar gehe ich nochmal, ne? Ja. Und dann müssen wir wahrscheinlich nach Hause halt. Ich meine mich zu erinnern, dass da was mit unserer Frau. Oh nein, schnell weg, er labert uns wieder voll. Nein, der eifrige Fuchs. Oh. Dass irgendwie unsere Frau da am Start ist und ich glaube, die wird irgendwie entführt oder sowas. Irgendwas Schlimmes passiert. Wir müssen aber jetzt erstmal nach Hause. Kommen wir nicht weiter. Nee, es ist nur für Angestellte. Aber kann man da nicht irgendwas machen? Hast du mal mit dem Barkeeper gesprochen eigentlich? Wollte ich ja gerade. Okay. Bleib hier, Alter. Oh, jetzt geht der andere Typ da wieder hin. Was? How's it going? Good day. You look kind of lost. Alter Schwede, der ist ja sowas von nervig. Der ist bestimmt. Guck mal, ich will mit dem Barkeeper reden. Und er steht da hinten, trinkt gerade ein. Ah, nee, was ist ein anderer? Das ist einfach nur die gleiche Stimme. Oh je. Okay, alles klar. Also das ist der Keller, wo wir eben nicht reinkamen, ne? Und dazu hat irgendein Polizist sicherlich den Schlüssel. Den kann man bestimmt irgendwo auch abnehmen. So, ich will es nur mal testen, ob das bei diesen alten Spielen, das ist oftmals so, dass sich das hier resettet. Und dass man dann wieder was Neues kriegt. Ja. Er buddelt im Asphalt.
die Füchse sind verrückt. Also es gibt Elefanten, Füchse, dann gibt es diese, die wir hier sind, die Quedattles oder wie die heißen. Quedottles, da ist übrigens das in dem Garten eine Statue von den bösen Schurken. Soll ich nochmal rumlaufen oder soll ich, also ich weiß ja, dass hier irgendwo... Gucken. Also abhauen kannst du immer. Aber, Dance. Also da oben Stacheldraht und so, da ist auf jeden Fall wieder irgendwas Gemeines. Würde ich es vielleicht nicht unbedingt riskieren, aber... Oh, da ist wieder ein Polizist, schnell weg. Oh, Vorsicht, ey, so ein Laser. Oh, ey. Die Blumen sind aber auch hart. Das ist für die Bank. Steinblumen. Ich würde nach unten weiter, wir müssen jetzt zum Haus. Ich würde nach Süden laufen einfach. Zusehen, dass Alter! Ich sterbe ich nur, weil ich gegen so eine... Ja. Oh nein, der Fuchs kommt wieder! Schnell weg! Er will wieder mit uns reden, er will uns wieder irgendwas erzählen. Oh, oh, schön. Oh, oh Gott, Alter, mein Gott. Oh. Oh, Laserdödel. Oh, das ist auch ein Schurke. Sieht man schon wieder so ganz zwielichtig mit Panzerung durch die Gegend stolziert. Hoch erhobener Waffe. Ja. How's it going? Ah, siehst du? My son and I. Achso, man hört's ja. According to my son, who is an architect, there are a lot of strange things about your house. Mhm. Das müssen wir uns merken. Ventilation flap in your chimney. Was ist ein Ventilation flap? Ich höre ja, so ein und Ventilatoren. Warum ist der Zaun sehr weit weg von unserem Haus? Glöd. Warum findet er das seltsam? Gut, aber es ist ja nicht schlecht. Also er ist schon in der Nachbar. Das heißt, unser Haus dürfte hier vorne irgendwo um Eggy sein. Ja, oder in die andere Richtung. Oh, Alter, eine Dame unterwegs zum Ball. Bildhübsche Frau. Ist das unsere Frau? Ist das unsere Frau? Stell dir das mal vor. Hallo, Baby. Bist du uns? Offensichtlich. Siehst du? Schön. Oh, guck mal. Oh. Oh, Mann, guck mal. Oh, schön, ne? Da hat sie die ganze Zeit sich ihr feinstes Zwirn angezogen, nur damit sie bereit ist, wenn wir kommen. Alter, das ist auch ein fancy Wohnung hier, ne? Mhm. Ja, also Sandal ist so eine Art auserwählter Prophet, was auch immer für ein geistiges Überwesen. Aber der Diktator will das natürlich nicht wissen, weil er ist ja der Einzige, der Macht hat. Und er sieht ihn so ein bisschen als Gefahr, diesen Sendel oder diese Idee von Sendel. Aber scheinbar ist die Frau mit eingewiesen. Guck mal, sie weiß genau Bescheid, was im Haus versteckt ist. I think it's time to make us use of what, weißt du? Ja. Also was wir da versteckt haben. Ja, erstmal alles einsammeln. Wir müssen uns wahrscheinlich jetzt hier mal umziehen. Ja, Baby, wir machen gleich Schnackseln mehr, aber erstmal arbeiten. Erstmal sichern. Alter. Oh, da kommen sie. Nein, was passiert jetzt? Soll ich meine Frau haben? Oh, die wird jetzt entführt oder was? Oh, wir müssen uns verstecken. Aber wo? Kamin? Nee, da hinten links vielleicht. Da in der Tür, da in der Holztür da. Da kommen sie schon. Was machen die jetzt? Oh nein, Alter, da kommt schon so ein Ball! Sehen. Okay, wir müssen uns irgendwo verstecken, ey. Oh nein, die wollen unsere schöne Frau in den Kerker stecken. Wie konnte der mich denn da hinten sehen, ey? Was soll das? Nein, das ist halt dieser Ball. Der durchsucht den Raum. Ach so. Die Drohne, sozusagen. Gut, das wäre sein Schuss. Ja, scheiße, und jetzt? Ah, oh, nein! Div da. Oh nein, alles wieder von vorne, oder was? Nee, der hat ja gespeichert, die Frage ist nur wann. Nee, das ist nicht passiert. Nee.
Ich schaue in den Chat und lese die. Es ist so schlimm. Back to prison. Haha. Ja, ja. Ihr habt Spaß, Leute. Ihr habt Spaß. Nils. Einen Vorschlag, einfach nur durchrennen. Oder was? Nee, ey, das kann nicht sein. Das ist nicht das. Ey, irgendwas haben wir verplant. Man muss doch wie. Ja. Ich akzeptiere das nicht. Hier übrigens mit den F-Tasten. Wegen Speichern meinst du jetzt, oder was? Ja, ey, nee, ey, ganz ehrlich, das ist das Lächerlichste, was. Saved Games Management. Was habe ich jetzt? F6. Ja, hätten wir mal F6 gedrückt. Return to Previous Menu, Copy Saved Game, Delete Saved Game. Oh, Copy Saved Game. Was ist das? Das ist ein Test von der Redaktion? Bödefeld. Enter New Name. Ey, das ist. Alter, ist das zum Kotzen, ey. Ist das zum Kotzen. Es ist alles schlimm. Butthoff. Gut. Ja, aber... Aggressive. Polygon Detail, ja, das ist das. Das kann doch nicht euer Ernst sein, jetzt. Wirklich. Was hatte ich jetzt gesagt? F6, ey. F7, F8, F9, F10, F11. S für safe. Halt die Klappe, das interessiert mich ein Scheiß, ey. Dudes. F3 ist Bösewicht. Du kriegst jetzt alles ab, weil ich ganz sauer bin. Was ist jetzt los? Hallo? Du bist auf die Windows-Taste gekommen. Oh. Mann. Fullscreen. Ja, so, wie komme ich denn jetzt in die Fullscreen rein? Enter, ja. Alter Schwede, ey. Ey, das ist ja so lächerlich. Das ist ja, ey, ganz ehrlich, was. Ich habe extra nochmal gegoogelt und da hieß es, dass er automatisch saved, wenn diese Schwarzsequenzen kommen. Kann mir das also mal irgendwer erklären? Ich raff's nicht. Möglicherweise. Ich check mal den Chat, ob da irgendwer einen schlauen Einfall hat. Abseits von den ganzen Leuten, die, die jetzt Spaß in Schadenfreude haben, ja. Einen Boner kriegen. Eine Schadenfreude-Erektion. So, wisst ihr was? Ich mache das jetzt hier hardcore. Ohne. Ich renne direkt drauf los und direkt drauf dotzen. Ja, ja, mach. Ist gut. Kerstin Spielelösung sagt, es wird bei jedem Schauplatzwechsel unter dem am Anfang eingegebenen Namen gespeichert. Wie kann man das denn laden? Safegame laden ist F13. Ja, gut. Oh, nee, ey. Spiel Neustart, ey, mach das mal, genau. Geh mal raus. Wie? Geh mal aus dem Spiel raus. Quit Game. Continue Saved Game. Bödefeld? Ist eigentlich egal. Und jetzt? Alter, das ist jetzt nicht euer Ernst. Mach nochmal, geh nochmal raus und probier mal Boot. Was? Boot? Ah, Boot. Jetzt wird genau das gleiche sein. Nee, ich raff's nicht. Alles von vorn. Alles im Load of Boot. Alles im Buddha. Es ist unglaublich. G-Koordinaten anzeigen. Drück mal G gleich. Ey, das ist ein Witz! Ja, die kommt ja gleich wieder. Drück mal G. Passiert da was? Nee. Ey, ich kann das nicht glauben. Diese Pritschen sehen übrigens ganz bequem aus. Irgendwie, finde ich. Ja, wir bleiben da einfach drin. Ja. Kann mir, ey. Alter, ich bin gesprungen. Die Leute sagen, wir haben das gerade überschrieben, den Speicherstand, aber wir haben doch nur gesagt Copy. Copy-Speicherstand und nicht Delete-Speicherstand oder Überschreib-Speicherstand. Wir haben gesagt Copy. Ja, Copy ist, oh, weiß ich nicht. Was Copy ist, kopieren. Überschreiben ist Override. Oder was auch immer. Und nicht Copy. Wir haben jetzt nicht den Spiel... Oh Gott, fuck mich das... Oh Mann. Warst du schon weiter, oder was? Wie warst du schon weiter? Also... Damals, als Kind, oder was? Nee, jetzt in diesem Zuge, oder was?
Nee, ich habe es ja mit dir jetzt die ganze Zeit gespielt. Nur das ist halt einfach, ich meine, wir wissen jetzt, was wir machen müssen, ja. Wir können theoretisch einfach durchlaufen wahrscheinlich, aber... Das ist einfach unglaublich nervig. Ich habe gerade irgendeine Taste gedrückt und da bin ich gesprungen. Also warte mal. Ja, Leertaste wahrscheinlich. Nee. War eine separate Taste. P ist auf Pause. Das nächste Mal im Haus ist das anders. Wie? Aber ich weiß nicht, ob wir dem Twitch-Chat trauen dürfen. Wir haben zu viel Spaß, uns nochmal scheitern zu sehen. Glaube ich. Instead, the game is automatically saved at what the manual refers to as invisible milestones. This works fine, except that you only have one saved game, unless you start again from scratch and use a different name. Nils, ja. Mal ein anderes Problem. Was? Der Kittel ist nicht da. Was? Der Kittel ist einfach nicht da. Kein Witz. Kein Kittel da. Es ist kein Kittel da. Es ist kein Kittel da. Ja, dann müssen wir jetzt kämpfen, oder was? Wieso ist jetzt kein Kittel da? Haben wir die Karte, die ID-Card? Nee. Also, Witz! Ich kann nichts machen. Okay. Das heißt, wir haben auch jetzt das Kleeblatt und so, ne? Ich muss leider los, lieber Nils. Ja. Es tut mir leid. Ja, es ist okay. Aber es war sehr, sehr, sehr spaßig. Ich bin ein bisschen abgeturnt. Mhm. Im Haus müsst ihr durch den Kamin flüchten, ja, irgendwas... Ach, Chimney, Chimney, okay. Ja, war mir eine Freude, tschüss. Los. Tschüss, liebe Leute, wenn ihr Bock habt, später Dragon Ball. Battletoads und Battlemaniacs. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, ich probier's jetzt einfach alleine nochmal mit einem unglaublich abgeturnten Stimmungstief. Versuche ich jetzt mal so ein bisschen so einen kleinen Speedrun. Ich laufe jetzt hier mal durch. Dum, 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 dum. Oh Leute, ey, das ist echt das Nervigste ever. Nee, nicht Athletic, hallo? Aggressive. So. Du drückst nicht den Knopf, vergiss es, ey. Du drückst nicht den Knopf, denn du kommst jetzt auch her. Nein, ich habe F3 gedrückt! So. Du hast hier überhaupt nichts zu melden, Freundchen. Gib mir den Schlüssel. Aber holla. Okay. Oh, meine Güte, ey. Was ein Shit. Hier war alles weg, ja. Oh Mann, Peter. So, jetzt zieh mal bitte raus. Weißt du was, Leute? Ich laufe hier einfach mal jetzt durch. Ich laufe jetzt einfach durch. Über den Müllhaufen, wie eben auch. Ah, oh Mann, leck mich doch. Ja, ich weiß, Mann. Lass mich in Frieden. Lass mich in Ruhe! Du triffst mich eh nicht. Ich bin zu schnell für dich. Oh, geht die Tür hier nicht auf? Oh Gott, nein. Schnell zurück. Und wieder alles auf Reset. Wo bin ich denn? Sind wir da nicht gerade lang? Oh, warte mal. Ey, kann ich in den Wagen rein? Irgendwas ist mit dem Wagen doch. Dreh dich mal bitte wieder um, Kollege. Dreh dich doch mal um jetzt! Gott, ey. Ich laufe jetzt mal in die andere Richtung. Ich riskiere jetzt einfach alles. Ich bin einfach sehr angenervt. Schießen so und schlagen. Das ist alles, was ihr könnt, ihr Schurken. Ja, genau, pass auf. Jetzt kommt gleich das Wägelchen und das nimmt mich mit. Das ist wahrscheinlich die reguläre. Ah, okay, aber er setzt jetzt quasi direkt wieder storytechnisch an. Wo ich gerade gefasst wurde. Das heißt, ich bin ja wieder im Knast, weil die... Ich bin ja zurück in den Knast gekommen. Das ist jetzt nicht so, dass er das Spiel komplett neu geladen hat, sondern die Story ist eigentlich total logisch. Die haben mich ja gefasst und ich bin wieder im Knast gelandet. Das heißt aber nicht, dass alles, was ich schon gemacht habe, für den Arsch ist, sondern meine Frau ist schon entführt und ich habe die Gespräche mit den anderen Dödes schon geführt. Eigentlich macht das total Sinn. Eigentlich ist es unsere Schuld,
Buddys Schuld, in erster Linie Buddys Schuld, dass wir das gerade falsch angenommen haben. Oder was? Ja, Nils, du Blitzmerker, ja, ist richtig. Ich habe einfach gedacht, das Spiel ist Game Over. Aber ist es ja überhaupt nicht. So. Okay, also, erstmal jumpen wir hier rauf. Zack. Und jetzt muss ich very discreet about it sein. Also logischerweise im Discreet Mode. Und jetzt kommt, hoffentlich. So. Nimmt er mich jetzt automatisch mit oder muss ich da reinklettern? Ja, nice, dankeschön. So, das probieren wir jetzt nochmal. Mal gucken, ob der mich alleine mitnimmt. Ich bewege mich jetzt mal gar nicht. Dauert natürlich einen Moment. Derweil gucke ich ein bisschen in den Chat. Warum werde ich verspottet? Das ist nicht nett. So, wo bleibt denn jetzt der Müllwagen? Kommt der nochmal zurück, der Kollege, oder was? Oder haben die jetzt Feierabend, ist jetzt Schichtende? So, jetzt. Ich versuche mal, nichts zu machen. Bitte nimm mich mit. Oh Gott. Muss ich jetzt hier noch länger warten, oder was? Perfekter Zeitpunkt, um kurz in die Werbung zu gehen, oder? Ja, wir machen kurz Werbung. Aber wir haben eh nur noch knapp 25 Minuten. Gleich sind wir wieder da und dann werden wir hier diesem Schweinediktator mal zeigen, wo der Rebel Hammer hängt. Bis gleich.